Es geht weiter bei Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich bin's, euer MC Muffix. Das ist unser cooler Held. Der Helm sieht irgendwie merklich aus. Egal. Und im letzten Part waren wir beim Haus der Sorgen und haben dort gesehen, wie der gute... Boah, ich habe seinen Namen vergessen. Ich vergesse alle Namen. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Wie Sahne gestürzt worden ist von den anderen Feinden. Hat glücklicherweise noch gelebt, aber... Saturnus hat die anderen Feinde dazu gebracht, zu meutern und gegen die Torfern Krieg zu ziehen. Und die sind hier in der Halle der Bewahrung. Und ich hoffe, wir können einige... Halle der Gefallenen. Und ich hoffe, wir können einige der Torfer noch retten und möglicherweise Saturnus fertig machen. Wer bist du? Taibe, die kommt ja mit uns. Es ist ein dunkler Ort, an den wir gekommen sind. Ich kann die Sorgen unserer Brüder und Schwestern hören. Bei jedem Schwerthieb schreien sie auf. Saturnin hat diesen Ort verdorben. Lebt wohl. Ja, willst du nicht mitkommen? Wir müssen tiefer in die Halle hinein. Jenseits der großen Höhle gibt es eine Feste, deren Zugang von mächtigen Türen versperrt wird. Dort werden die Rebellen sein. Und wahrscheinlich auch Saturnin. Lebt wohl. Ja, dann folg mir. Ey, die ist so eine dumme Kuh, die kämpft jetzt nicht mit, oder? Boah, wundert mich ja gar nicht. Torfer. Ja. Oh, die Torfer kämpfen gegen die Feinde. Dann würde ich sagen, helfen wir unseren guten Freunden, die unseren guten Freund gestürzt haben. Und wegen uns, weil wir ins Haus der Sorgen gekommen sind, gemeutert haben. Boah, so macht man das. Okay, ich glaube, wir sollten uns beeilen, bevor hier alle Feinde alle gemacht werden. Sind die anderen Feinde tot, oder was? Wo sind die schlecht? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, die, unsere Freundin hier, die wir dabei haben, die ist auch nicht gerade gut, aber die überlebt immer in 2 Sekunden. Ganz ehrlich. Oh, Jongleur. Cool. Schiefen freigeschaltet. Was sind die eigentlich gestorben? Ich habe doch hier alle Gegner so gehalten, dass sie mich angreifen. Ey, sind einfach so grottig schlecht. Ach komm, die haben verdient zu sterben. So, wer so schlecht kämpft, ganz ehrlich. Boah, den Torverpriester, den müssen wir alle machen. Ich hasse diese Tricks. Ja, triff mich. Ich stehe auf Feuer. Ich mag's heiß, Baby. Eine Mutter gehört mir. Oh, Epicness. Ey, Stufenaufstieg, geil. Hatten wir schon lange nicht mehr. Obwohl, ich habe auch lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, daran lag sie. Zack, dann komm her wieder, mein kleiner. Boom, und dann geben wir den Rest. Zack. Ist sie gestorben? Oh, ich habe vor einer Sekunde gedacht, die wäre jetzt echt gestorben. Dann wäre die ja genauso schlecht gewesen wie die anderen Feinde hier. Sie, Flux, der in einer Höhle wächst. Okay, kein Problem. Mein Flux. Okay, dann schauen wir mal Stufen auf. Stich. Boop, tun wir was drauf. Bannen, Sinneschärfe, Schmiedekunst, bla bla. Alchemie? Oh, Alchemie, würde ich sagen. Ja. Andere Zeug bringt es jetzt nicht so. Was ist das hier? Schlachtentammel. Werde zum Berserker und verursache mit jedem Gegner, den du innerhalb einer Zeit besiegt hast, immer höheren Schaden. Na. Bla, bla. Raffinesse. Nee. Übertragung. Bei den Angriffen, das vergeudet besteht, dass das Leben generiert wird. Ja, aber... Was ist hier? Meisterkonstruktion. Der Mischwander Vergurter kann bei seiner Angriffsette mehrere Treffer versuchen und erhält eine Chance auf Volltreffer. Das ist alles jetzt nicht so das Wahre. Bei, hier bei Raffinesse gibt es eh nichts Gutes. Fallen, die werde ich eh nicht benutzen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal Schwellen hier. Das sieht aber jetzt ehrlich gesagt geil aus. elementarer Wut. Kombiniere die mystischen Elemente Feuer, Blitz und Eis zu einer verheerenden Kette von Angriffen. Angriff 1, zuckende Blitzen gegen... Da fuck! Was ist denn das? Das ist ja krass an.
Neue Karte, neue Karte, keine neue Karte. Keine Ahnung, was das ist. Okay, oh, das will ich jetzt testen. Das will ich beim nächsten Gegner testen. Das hört sich ja hammergeil an. Alle Magiekräfte zueinander kombinieren. Deine ultimative Attacke drauf. Und ja, da kommen wir nicht durch. Gebietskarte. Obwohl, da sind die ganzen Gegner. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Egal, gehen wir da an. Ah, da sind... Nee, es ist Saturnus. Das muss der Anführer... Das war der Anführer. Das muss Saturnus gewesen sein. Und wenn er dort hineingeht, das muss der Ort sein, an dem sich der Rest des Hauses der Sorgen aufhält. Wir müssen durch diese Tür. Wir müssen ihn aufhalten, bevor die Rebellen getötet werden. Die Halle der Gefallenen ist eine Festung in den Feinlanden. Um in ihr Zentrum zu gelangen, müssen wir drei gewaltige Türen öffnen. Neben dem Siegelstein vor uns müsste es noch zwei weitere geben, die wir verwenden können. Sie werden uns Durchlass gewähren. Die Halle der Gefallenen ist in diesen Landstrichen für ihre mächtigen Verteidigungsanlagen bekannt. Es gibt drei Siegelsteine, die die gewaltigen Türen der Feste kontrollieren. Sie sind überall in der Halle verteilt. Wenn ihr sie alle aktiviert, steht uns der Weg in die Feste offen. Okay. Die macht jetzt einen Schattenschritt durch. Du folgst mir gefälligst, hallo, ich brauche Hilfe. Ach, du bist doch so eine... Warum mag ich sie nicht? Ah doch, da kommt sie jetzt mit. Okay, komm, ich will jetzt mal meinen epischen neuen Zauberspruch testen. Hallo, wie geil der sich anhört. Man kann einfach alle Magie hier zusammen aktivieren. Oh, gleich bei so einem schönen Gegner. Oh, und der hat noch ein paar bisschen Begleitschaft. Da tun wir erstmal. Da Fuckman! Da Fuckman! Warte! Willst du mich verarschen? Was zur Hölle? Was zur Hölle geht mit dem Heidi ab? Ey, man, Kingdoms of Amalur, best game ever, best game ever. Okay, erstmal den Fagotte alle machen. Müssen wir mal einen Zauberspruch haben? Zack! 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 Alter, ey, wer braucht scheiß Skyrim? Kingdoms of Amalur Reckoning! Ich verliere krass viel Leben. Trifft natürlich. Okay, ich will jetzt erstmal den blöden Torvereifer alle machen. Und dann... Oh, ein Prismärtroll, verdammt. Ja, jetzt weiß ich auch, warum er so viel Schaden macht. Okay. Boah, ey, man, die epischste Attacke, die jemals in einem Spiel gab. Wirklich. Ich hoffe, die kann uns nicht sterben, unsere Freundin hier. Weil ihr kriegt hier gerade richtig viel Schaden auf. Hallo, mein Kleiner, schau mich mal an, schau mich an, schau mich an. Ja, mir kannst du es geben, ich stehe drauf. Ja, klar, Mann! Oh, musste der... Oh, Mann! Ey, wieder! Ey, der hat doch ein Aimboard, warum weiß der immer genau, wo wir sind? Blöde Aimboard-Trolle! Prisma ist nur ein anderes Wort für Aimbot. Wusstet ihr schon, gell? Boah, jetzt habe ich vergessen. Jetzt weiß ich wieder, warum ich Trolle hasse. Ich hatte es schon fast vergessen. Ja, mein Gott, wie die immer Attacken machen! Ich meine immer so heavy Attacken. So immer, dass man Schaden bekommt, egal was man macht. Boah, aber das hat jetzt gesessen, Mann. Jetzt hat der Troll wieder keinen Bock mehr. Komm, du bist doch gerne weiter Schaden bekommen. Das macht dir doch Spaß, gell, mein Kleiner? Was war denn das für eine hässliche Drehattacke? Okay, du wolltest es so. Boom, bam, blim! Ja, mach mir Schaden. Ich stehe drauf, komm. Mein kleiner brennender Troll, komm. Ja klar! Mach deine Kombos, die immer 10 Sekunden Verspätung haben. Zack, zack. Ah, ah, ah! Zack, zack, zack! War das gerade mein Eisbrocken?
liebe dieses Spiel. Wie geil diese Attacke einfach ist. Habt ihr das gesehen? Wie geil das ist. Ach, King of Samuel ist cool. Okay, da ist ein Stein und mindestens zwei Töpfe. Ja, also wenn du dann tot bist, dann bist du auch im Kreislauf immer noch drin. Sehr schön für dich, gell? Warum kann ich nicht einfach einen Stein drücken und einfach wieder abhauen? Das wäre viel leichter. Zack, okay. Boah, ey Mann, wie weit die springen können! Gibt's doch nicht! Ich hasse die Torfer einfach da. Die einzigen Körper, die ich mag, sind die mit oben. Schau, wie schwach die sind. Die machen gar nichts. Ballert der auf mich? Nee. Ah, das ist ja unsere Freundin da. Ja, gut, die ist ja. Die ist cool drauf. Die ist cool drauf. Sie ist immer noch nicht tot. Das ist schon mal etwas. Und es leckt, glaube ich. Es leckt nur, weil, der Zauberspruch zu cool ist für normale Computer. Okay, gut. Weg da, mein Kleiner. Aktivieren wir den Stein. Gut, Bannen. Oh, das testen wir jetzt mal. Ist eigentlich ganz leicht, wenn man es mal raus hat. Ist nur eine Frage des Timings, aber ist echt nicht so schwer. Okay, okay. Hier ist nichts mehr. Gut, dann laufen wir zurück. Kein Schild aufmachen. Sonst hat der Troll eigentlich noch was Cooles dabei? Nee, gell? Nee, ja, diese Geistergewimmrobe. Brauche ich nicht, will ich nicht, habe ich schon. Schau ich das an? Das kotzt mich ein bisschen an. Jeder Untergrund sieht aus wie diese Stadt der Schicksalsweber, wo wir einmal da waren. Oh, und ich habe vergessen, den Stein hier zu aktivieren. Das wird ja blöd. Activate. Und da ist ein Zauber. Und Tuafa. Und der Zauber ist weg. Finde ich voll nett, dass die Tuafa einfach den Zauber wegmachen, wenn wir kommen. Also so sollte echt jeder Gegner sein. Einfach mal mit dem Zaubern einfach aufhören, wenn ich komme. Schau, ihr habt doch auch gerade den schönen Zauberspruch da weggemacht. Warum wollt ihr jetzt nicht einfach auch aufhören mit den jetzigen Zaubersprüchen? Komm, ihr habt doch eh keine Chance. Komm her, mein Kleiner. Komm her, mein Kleiner, habe ich gesagt. Ups, viel feiner. Ach so, der ist dann im Stein. Du gehörst mir. Das ist meine Hausklave. Hausklave. Hey, sterben. Das ist ein guter Sklave. Ja? Der ist die Klippe runtergefallen. Ich rede doch gar nicht mit dir, ey Mann. Die will einfach nur, dass jemand mit ihr redet. Die braucht eindeutig einen Freund. Okay, kommt hier ein Troll. Trolli. Trollalalalal. Komm her. Zack, zack, zack. Ich glaube, das ist kein Magier. Ich mag Magier nicht so. Ich mag auch nicht, du, der da gerade von hinten auf mich zukommt. Zwei Verbote doch. Zack. Und dann geben wir dir jetzt kurz mal hier den Rest, wenn es dich nicht stört. Schöner Konter. Und dann machen wir hier die beiden Fagorte alle. Boah, Fagorte, Wächter, echt, Mann. Keiner von euch ist so cool wie mein Fagorte. Ey, nein, du kommst her. Oder, warum kommt der nicht her? Ey, Mann! Seht ihr das? Schaut, ich porte ihn zu mir her. Und er geht zu dir her. Also, da habe ich ganz ehrlich mal einen Spielfehler gesehen. Das ist so, weil man portet ihn ja zu sich her. Aber wenn man einen Begleiter her hat, dann portet sich der zu dem, weil das Spiel denkt, das ist der Hauptcharakter. Cooler Spielfehler. Gefällt mir. Okay, so cool ist er vielleicht gar nicht. Gut, dann wissen wir jetzt, wo Saturnus ist. Wir haben die Tore geöffnet. Das heißt, vor uns steht wahrscheinlich ein harter, harter Endfight. Da würde ich sagen. Da. Rüstung. Wir haben neue Rüstung. Ah ja, wir haben irgendwelche Kutten, der irgendwas Müll. Tu mal anziehen. Einfach was so Emo-mäßig aussieht. Emo! Emo! Sieht doch scheiße aus. Wir haben nicht mal vollständige Rüstung. Hätten wir es vollständig, dann hätte es sich immer lohnen, weil dann würden wir
Bonus bekommen. Aber so. Ey, das ist ja schlechter als der Helm der Hässlichen da. Ich aktiviere jetzt noch kurz einen einfachen Mana-Regenerationsdrang. Okay. Und dann würde ich sagen, auf zu Saturnus. Aber erst im nächsten Part von Let's Play Kingdoms of Amalur: Reckoning. Bis dann, euer MC Muffix. Ciao.